Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wer seinen Wahlkreis im Osten hat, der weiß, dass für viele Menschen die Rentenangleichung, gerade für die Rentnerinnen und Rentner, wirklich ein Thema ist. Aber um was geht es denen da im Kern? Ich habe manchmal den Eindruck, es geht gar nicht so sehr um das Thema Geld, sondern es geht den Menschen um das Thema Leistungsgerechtigkeit. Ist Gleiches in diesem Land gleich viel wert? Was ist meine Arbeit wert, die ich geleistet habe, als ich versucht habe, diese marode DDR am Laufen zu halten, irgendwie was zu produzieren? Was ist meine Lebensleistung wert, wenn ich mitgeholfen habe, den DDR-Unrechtsstaat zum Einsturz zu bringen? Und das sind nämlich die Leute, die jetzt gerade Richtung Rente gehen und sich fragen, wie wird das gewertschätzt? Die Leute, die das Land wieder aufgebaut haben, die niedrige Löhne bekommen haben, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren, die fragen sich, ja, wie wird das gewertschätzt? Und tatsächlich 90% der Ostdeutschen, für die ist die gesetzliche Rente das Haupteinkommen im Alter. 60% im Westen geht es ähnlich, aber bei 90% ist es klar, dass das Thema Wertschätzung und Lebensleistungsgerechtigkeit sich bei den älteren Leuten tatsächlich stark auf die gesetzliche Rente fokussiert. Und deshalb haben wir in der letzten Legislatur als Große Koalition gesagt, da die Lohnangleichung nicht vorankommt und die Rentenangleichung nicht vorankommt, müssen wir das gesetzlich machen. Und das haben wir gemacht. Die SPD wollte das 2020 fertig haben. Das haben wir nicht durchgesetzt. Aber wir haben gesetzlich geregelt, wir werden 2025 in Deutschland ein Rentensystem haben. Das ist schmerzhaft für uns, dass es lange dauert. Aber wir freuen uns, dass wir die Rentenangleichung im Gesetzblatt stehen haben. Und ich ärgere mich über den linken Antrag. Also zumindest das habt ihr geschafft. Und ich habe mich auch sehr geärgert über die Rede von Frau Lötsch, weil sie es eigentlich besser wissen und weil das eigentlich auch unter ihrem Niveau ist, hier den Eindruck zu erwecken, als wollten wir eine Ungleichheit im Rentensystem fortschreiben, als gäbe es nicht den Ausblick, dass wir in Deutschland ein Rentensystem haben werden, und zwar in absehbarer Zeit. Und das können wir den Rentnerinnen und Rentnern und auch den zukünftigen Rentnerinnen und Rentnern genau glasklar so sagen. Und ich ärgere mich auch über Ihren Antrag, weil er eben nicht nur Ungerechtigkeiten versucht abzuschaffen, sondern einfach mal ziemlich sehend neue Ungerechtigkeiten schafft. Die Große Koalition hat ja beschlossen, ein Rentensystem ab spätestens 2025, vielleicht kriegen wir das ja eher hin. Also der Rentenpunkt, den ich mir verdient habe, ist bei der Auszahlung gleich viel wert, egal ob in Ost oder in West. Aber eben auch, ich muss gleich viel einzahlen in Ost und in West, um einen Rentenpunkt zu bekommen. Also ein Rentensystem, ein Land. Was die Linke hier in dem Antrag will, ist zwei Rentensysteme. Der Rentenpunkt soll gleich viel wert sein in Ost und in West. Aber in Ostdeutschland soll ich weniger einzahlen müssen, um einen Rentenpunkt zu bekommen. Die Begründung ist ja richtig, die Löhne sind im Osten niedriger. Wer möge denn das bestreiten? Das ist so. Aber was Sie hier machen, ist nicht die Ursache bekämpfen, sondern Sie versuchen irgendwie die Wirkung abzumildern und schaffen damit wirklich absurde Situationen. Sie behandeln Gleiches ungleich. Im Niedriglohnbereich zum Beispiel. Wir als SPD haben gekämpft und gestritten, dass wir einen Mindestlohn bekommen, und zwar in Ost und in West in der gleichen Höhe. Wenn Ihr Antrag Realität würde, würde das bedeuten, der westdeutsche Mindestlöhner hätte weniger Rentenanspruch als jemand, der im Osten Mindestlohn bekommt. Und Gleiches gilt für Tarifbeschäftigte. Also ich sage mal so, wenn das so käme, dann würde ich mir ernsthaft überlegen, im Sinne meiner Beschäftigten, ob ich nicht umziehe. Im Moment ist mein Büro dort drüben, direkt neben dem Reichstag im Paul-Löbe-Haus. Das war früher West-Berlin. Und für meine Beschäftigten wäre das dann viel sinnvoller, wenn ich umziehe hier direkt neben, nach dahin, ins Jakob-Kaiser-Haus. Das war nämlich Ost-Berlin. Dort bekommen die Beschäftigten, es stimmt aber doch, ne? Dann Theorie. Ich kann leider die Mimik von Frau Roth hier vorne so schlecht sehen. Das war Ost-Berlin. Dort hätten meine Beschäftigten von ihrem gleichen Lohn höhere Rentenanwartschaften.
Das wird spätestens 2025 Geschichte sein. Und Sie wollen das fortschreiben. Das merken Sie doch selber, dass das ziemlicher Kopulores ist, oder? Dabei stimmt natürlich, dass das unterschiedliche Lohnniveau ein riesengroßes Problem ist. Aber es ist viel sinnvoller, dass wir das an der Wurzel anpacken. Und Hubertus Heil hat allein gestern mit dem gestern eingebrachten Pflegelöhne-Stärkungsgesetz mehr für die Rentengerechtigkeit in Ost und West getan, als wenn Sie Ihren Antrag jetzt zum 10. Mal wieder einbringen. Wir brauchen höhere Mindestlöhne, aber vor allen Dingen brauchen wir eine höhere Tarifbindung. Denn wo es Tarife gibt in Ost und West, da sind doch schon jetzt die Löhne annähernd gleich. Und dann auch eben die Rentenanwartschaften. Klar müssen wir dann noch über Arbeitszeiten reden. Mich ärgert kolossal, dass wir Tarifverträge haben im Metall- und Elektroindustrie beispielsweise, wo zwar die Löhne gleich sind, im Osten aber 38 Stunden gearbeitet würde, im Westen 35, aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Da hätten Sie jetzt auch keine Lösung für mit Ihrem Antrag. Sie aber auch nicht mit Ihrer Rede. Naja, wir streiten jedenfalls dafür, dass wir endlich eine höhere Tarifbindung in diesem Land bekommen. Ja, ich sage nur, Pflegelöhne-Stärkungsgesetz ist genau ein Schritt in diese Richtung. Man kann natürlich die SPD fragen, warum habt ihr nicht noch mal in den Koalitionsvertrag das reinverhandelt, dass wir es jetzt straffen? Ja, liebe Wählerinnen und Wähler. Ja, gute Frage, berechtigte Frage. Hätten wir durchaus ganz gerne auch mit auf das Zettel gesetzt. Wir mussten uns konzentrieren. Und tatsächlich haben wir uns einen ziemlich dicken Brocken rausgenommen, der auch was mit Leistungsgerechtigkeit im Rentensystem zu tun hat, nämlich, dass diejenigen Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, mehr haben als Menschen in der Grundsicherung. Wir wollen die Grundrente durchsetzen, und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und das wird insbesondere gerade vielen ostdeutschen Menschen helfen, die in der Zeit nach der Wiedervereinigung zum Teil zu extrem niedrigen Löhnen gearbeitet haben, als Friseure, als Einzelhandelskauffrau oder als Gebäudereinigerin. Ich fasse mal zusammen, nach 30 Jahren Wiedervereinigung haben wir die Rentenüberleitung fast vollendet. Wir haben hoffentlich gleich bald eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und abschließend will ich sagen, mit ein wenig Glück und viel guten Willen hier im Haus werden wir vielleicht auch was für die Rentengruppen tun, die in der Rentenüberleitung hinten runtergefallen sind. Stichwort Reichsbahner, DDR geschiedene Braunkohle. Das steht im Koalitionsvertrag, und es gibt eine Arbeitsgruppe im BMAS. Und im Dezember wird es Ergebnisse geben, auf die ich mich freue. Und ich sage es mal so, hier sagen ja manche immer, können die nicht mal Ruhe geben? Nee, können die nicht. Weil die haben nämlich das eklatante Gefühl, dass ihre Lebensleistung nicht gewürdigt wird. Das geht auch hier nicht so sehr um das Geld. Sie fühlen sich nicht für voll genommen. Das lässt diesen Menschen keine Ruhe. Und es wird auch ihnen nie Ruhe geben, wenn hier nicht endlich politisch gehandelt wird. Und das mulmige Gefühl habe ich, dass wenn eine solche Ungerechtigkeit in Westdeutschland passiert worden wäre, beispielsweise bei den Steinkohlekumpel ihnen Geld weggenommen worden wäre, dann wäre der Aufschrei bis hier nach Berlin deutlich spürbar zu hören. Die Ostdeutschen brüllen leiser, aber sie leiden genauso. Und es ist dringend geboten, dass wir hier handeln. Und das lohnt sich auch, weil es nämlich zur Befriedung und zur Einigung dieses Landes beitragen würde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Daniela Kolbe. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Johannes Vogel.